Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir befinden uns mal wieder auf der Alpenmap auf unserer neuen Mini-Bohn. So, hier der Waldreis ist unterwegs mit der Dampfräse, denn wir werden jetzt zukünftig hier auf Neumini-Brunnen auch die neuen Fruchtsorten Rote Beete, Karotten und Pastinaken ansäen. Und wir haben hier ein Feld gekauft und das bereite ich schon mal vor. Aussaat ist erst im nächsten Jahr. Jetzt habe ich das Feld soweit vorbereitet und zwar mit der Dampfräse. Und jetzt klappen wir das Ganze ein. Wir lassen es hier mal soweit gut sein, denn die letzten paar Millimeter sind immer ein bisschen schwierig hier, wenn die Bäume da stehen. Soweit, so gut für den Oktober. Wir packen den Valtra und fahren mal damit wieder zu unserem Hof. So, und ganz wichtig an dieser Stelle. Jo, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt in Zukunft, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Kommentare und über ein Däumchen. Das wäre auch herzallerliebst. So, wir sind unterwegs und ich denke, wir räumen jetzt ein bisschen auf, weil so viel gibt es gar nicht mehr zu tun. Die Tierchen habe ich auch in der Zwischenzeit gefüttert. Denen geht es auch gut soweit. Und was wir dringend brauchen, ist Mais. Mais ist nämlich der Hauptbestandteil als Futter für unsere Schweine. Und damit wir hier gut durch den Winter kommen, wäre es jetzt schön, wenn wir dann in den nächsten Monat kommen, um unseren Mais auch zu ernten. Ja, aber dazu brauchen wir dann auch noch ein Gebiss. Wir brauchen noch einen Pflücker. Den haben wir nämlich gar nicht. Und da kommen wir dann auch gleich dazu. Da habe ich auch ein paar Gedanken dazu. So, aber jetzt bringen wir erstmal den Valtra in die Werkstatt. Denn der hat nämlich unbedingt eine Wartung nötig. Aber zuvor, lasst mich mal kurz gucken, werden wir hier dieses neue Anbaugerät, das aus dem DLC, aus der Premium Expansion stammt, erstmal verräumen. Sodele. Ja, ich überlege gerade. Ist vielleicht nicht ganz so geschickt, wenn wir es direkt vor die Tür packen. So, zack und zack und stopp. Sehr schön. So, dann erstmal einmal waschen und legen bitte. Und dann werden wir die Maschine auch mal gleich ein bisschen reparieren. So, der Valtra hat es dringend nötig. Das Gewicht nicht. So, was hat unser Spaß gekostet? Oh ja, Geld und gute Wort. So, falsch. So, dann werden wir hier erstmal ein bisschen sauber machen, das Gerät dann wegbringen. Und dann, denke ich, gehen wir in den nächsten Monat in der Hoffnung, dass wir dann endlich unseren Mais ernten können. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch ein Sojafeld, das wir ernten können. Das wäre doch herzallerliebst. Okay, so, bringen wir den in die Parkposition. Da habe ich mir jetzt so ein bisschen hier diese Fläche ausgesucht. Da passen die Gerätschaften eigentlich auch ganz gut hin. Zack. Okay, wir schauen noch mal ganz kurz rein. Gibt es irgendwie ein Sonderangebot? Nein. Haben wir uns um unsere Tiere gekümmert? Also, die Kühe haben, ja, genügend drin sind im grünen Bereich. Die Hühner sind im grünen Bereich. Ja, wie gesagt, das Basisfutter, das fehlt uns ein bisschen. Wurzelfrüchte haben wir jetzt jede Menge, denn ich habe ja Kartoffeln und auch Zuckerrüben mal in der Zwischenzeit geerntet im Auftrag. Und da haben wir uns ein bisschen was dann sozusagen als Bonus dann mitgenommen. Unseren Schäfchen, unseren alpinen Schäfchen geht's auch Wunderbärchen. Und auch die machen ein bisschen Wolle. So. So, hier drüben, da haben wir, wie gesagt, genügend Wurzelfrüchte dann für unsere Schweine. Aber wir brauchen Mais. Hier muss ich lang. So, Charlie ist auch da. Servus, Charlie, wo treibst du dich wieder rum? Hä? Ja. So. Okay, dann spulen wir mal. Ja, eigentlich reicht, glaube ich, auch 9 Uhr. Sehr schön. Und dann bin ich mal gespannt, denn wie gesagt, wir brauchen einen Maispflücker und ich bin am Überlegen, dass wir das nur mieten werden. So.
Stopp. So, dann schauen wir mal ganz kurz rein. Haben wir hier zufällig, nee, den Powerstream. Für was ist denn das? 5 Meter, ach, ich glaube für den Rostel Mesh oder irgend sowas. Oh, eine Fast Bale. Eine Fast Bale. Ich bin ja ein Freund der Fast Bale. Oh, 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 oh. Holla, die Waldfee. Ach, das ist aber nur ein kleiner, ein 6er, ne? Da muss ich mir noch Gedanken machen. Der Deutz zwar würde mich natürlich schon ein bisschen reizen, aber ist natürlich kein Ersatz für den Lamborghini. Und mit dem Fendt und der Valtra, ja nee, die haben alle über 200 PS und der kommt nur auf 183. Ja, machen wir uns mal Gedanken, aber da ist jetzt im Moment nichts direkt dabei, was wir wirklich bräuchten. So, was wir jetzt brauchen, ist hier ein erntereifes Feld. Ah, Hussa, Freunde, wir können einsteigen, das Maisfeld und die 2 ist auch erntereif. Sehr gut, dann lasst uns loslegen. Ja, der Gedanke ist schlicht und einfach, dass wir ja hier unseren guten Topliner haben, der uns ja sehr viele gute Dienste geleistet hat, aber es ist halt jetzt nicht mehr der Burner und wir brauchen eigentlich ein bisschen PS, auch gerade für die Steigung. Und deswegen warte ich sehnsüchtig darauf, dass wir da irgendwas Aktuelleres bekommen. Vielleicht im Gebrauchtwagen, Warenmarkt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, die Kombi hier, dieses Teil, werden wir uns jetzt für die Ernte mal nur mieten. Ja. Weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ja, für 63.000. Nee, Freunde, das lohnt sich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, wir rennen zu unserem... Oh, ist aber ein dunkel hier, ha? So, 9.03 Uhr und ja, im November. Also, auf geht's. Rundumkennleuchte an, Motor an und dann hier behutsamer rausfahren. Was liegt denn da auf dem Boden? Hat da jemand was verloren? Was ist denn das? Stroh? So. Ist da jemand inkontinent? So, auf geht's. Wir brauchen das andere. Ach, ich überlege gerade. Nee, dann nehmen wir es doch gleich mit, oder? Ja, wir nehmen es gleich mit. Oh ja, wir könnten auch, so wie es aussieht, lass mich mal kurz schauen. Die Wiese mähen, oder? Ja, die ist erntereif. Also, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann fahren wir erstmal hier vorwärts rein. Dann kommen wir hier besser rückwärts raus. Wir hatten das da hinten so blöd eingeparkt. So, ich glaube, das habe ich mit dem Traktor eingeparkt. Das geht natürlich dann etwas besser. Ist aber auch wirklich arg knapp, Freunde. So, das Thema ist nämlich, dass wir hier auf der Map, was das Gras angeht, ach du Schande, und die Zäune sind hier auch so eng, was diese Map angeht, haben wir ja hier beim Gras auch Fruchtzerstörung und das würde ich gerne vermeiden wollen. So, wir fahren hier lang. Und fahren hier hinten raus. Ja, wie gesagt, mit 20 km/h und wir haben ja jetzt auch ein paar Felder zukünftig, denn wir wollen ja ein bisschen expandieren. Erinnert euch vielleicht an die Folge, wo es ja darum geht, Kuvadis, wo wird uns der Weg hinführen letztendlich? Und eine Idee war ja oben im Norden auf dem Berg, da gibt es einen Bauplatz und da könnten wir natürlich einen witzigen, schönen Kuhhof installieren. Und da oben hat es dann auch ein schönes, großes Feld. Und wenn wir das mal ernten müssen, natürlich könnten wir da eine Wiese machen und könnten dann eben mit dem Alpenpack sozusagen arbeiten, mit den Wiesenbearbeitungsgeräten, speziell für die Bärsche. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber unabhängig mal davon haben wir hier jede Menge Hänge. Und wenn wir hier ernten wollen und bergauf mit dem Drescher, wir brauchen einfach mehr PS. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen perspektivisch einfach mehr PS hier auf dem Teil. Und wenn wir natürlich auch immer mehr hier über die Map fahren, dann ist natürlich 20 km/h
So, wir machen mal ein bisschen Licht hier. Dann ist auch hier 20 km/h jetzt nicht der Burner, ne, Freunde? Jetzt überlege ich gerade, wir könnten natürlich eigentlich auch den Schneidwerkswagen gleich mal hier schon mal abstellen. Da oben ist das Feld, das wir dann noch ernten werden anschließend. Ja, das ist eigentlich gar keine so dumme Idee, Freunde. Eigentlich bin ich ja für meine dummen Ideen bekannt. So, dann fahren wir hier rum. Dann fahren wir vorsichtig hier rum. Ja, jetzt müssen wir erst nochmal überlegen, wie kommen wir denn dann ran an das Ding? Ja, okay, wenn wir dann rückwärts so ransetzen. So ungefähr. Okay. Dann weiter zum Händler, unser Maispflücker holen, damit es dann endlich auch mal hier vorwärts geht. Ja, das hat jetzt auch ein paar Folgen gedauert hier mit dem Mais. Aber wir wollen ja unsere Tiere möglichst mit eigenem erwirtschafteten oder geernteten Material füttern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Together, harvest together. Grow together, harvest together. Sehr schön. So, da fliegen wieder die Bambis. Da. Gicke mal da. The Flying Bambis sind wieder unterwegs. Die Artistengruppe. So. Dann fahren wir mal so rum. In der Regel steht das Material immer so, dass man von hinten ranfahren muss. So, 6 Meter Breite. Das Teil ist tatsächlich auch eingeklappt. Ja, das ist natürlich sehr schön. So, Dele, vorsichtig ranfahren und einhängen. Ups. Und los geht's. Ja. Also, wie gesagt, hier der Topliner ist ein schönes, schönes Gerätchen. Und ich denke, wir werden uns das auch für die Zielonka gönnen. Da tut's das auf jeden Fall. Übrigens, dort werden wir ein neues Projekt starten auf der Zielonka. Da werden wir den Krautschlegel spielen. Soll heißen, auf der Zielonka werden wir alles, was unter der Erde wächst oder geerntet wird. Wachsen tut ja fast alles auch unter der Erde. Aber alles, was natürlich unter der Erde geerntet wird, sprich Kartoffeln, Zuckerrüben, rote Beete, Karotten und die Pastinaken, die werden wir da hauptsächlich auf dieser Map. Deswegen brauchen wir dann da auch keinen Wahnsinns-Drescher. Und da tut sich hier der Topliner mit Sicherheit auch sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir hätten die nächste rein müssen, glaube ich. So, ist aber egal. Aber jetzt sieht man hier natürlich hier die Fruchtzerstörung auch auf der Wiese. Sehr schön. Ja, wir hätten die nächste reinfahren müssen. So, dann können wir jetzt mal die Rundumkennleuchte und da rennen sie wieder. In selbstmörderischer Absicht. Man kennt es. So, hier geht's hoch. Und da vorne ist unser Maisfeld. Ach, wie ich mich da freue. Endlich können wir unseren Mais ernten für unsere Schweinchen. Da müssen wir mal schauen, wie viel wir da reinpacken. So, dann klappen wir hier mal auf. Dann klappen wir hier mal auf. Ja, wunderbar. Es ist einsatzbereit. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir eigentlich einen Drescher? Ja, natürlich, den Drescher müssen wir auch noch aufpacken. So, dann legen wir mal los. Hier mitten rein. Dann erstmal wieder das berühmte Vor... Oh, ja, jetzt hätten wir hier ein bisschen wieder beinahe liegen lassen. Das berühmte Vorgewände. So, jetzt überlege ich gerade. 1, 2, 3, 8, 9. Ach, deswegen, okay. So.
Genau, hier müssen wir rein. Kann das sein, dass es nicht so richtig mittig ist? Die Lenksäule ist, naja, okay. Es wird schon gehen. So, was ist denn der Ertrag? Ah, lasst uns mal kurz in die Karte gucken. Der Ertrag ist okay. So, die obere Bahn müssen wir auf jeden Fall von Hand fahren. Ihr kennt ja das Späßchen mit den Bäumen direkt am Feldrand, mit denen dann als unser Helfer nicht zurechtkommt. Ja, das steht... So, wo hängen wir? Hängen wir irgendwo? Kann eigentlich nicht sein. So, ihr kennt es ja alle. Das große Thema mit den Helfern. So, hier müssen wir noch rein, oder? Das große Thema mit den Giants-Helfern, das steht ja ganz, ganz oben auf der Agenda für den LS 24, 25 oder was auch immer dann kommen mag. So, jetzt gucke ich gerade mal. Nee, der hat keine. Nee, der fährt natürlich ganz normal am Berg entlang. Wir hatten ja mal so einen schicken Drescher, der ja waagerecht, also so eine Niveauausgleich hatte. Aber der hat dann immer ein bisschen gepockt. Ja, das war The Bocking Drescher. Fand ich aber ein toller Mod eigentlich. Sehr interessant natürlich. Hier war ideal für diese Map mit den schrägen Feldern. Mit den Hanglagen. So, das müsste jetzt eigentlich soweit passen. Das heißt, wir können den jetzt... Ja, das Feld hier ist ja gepflügt, da können wir drüber. Ich meine, wenn ihr es niemandem sagt, dann sage ich es auch niemandem. So, dann können wir hier jetzt eigentlich den Kollegen losschicken. 44, okay, anderthalb Bahnen, knapp zwei Bahnen. 44, da bin ich aber, da kommt ja ein bisschen was rum. So, mit wem werden wir abfahren? Wir nehmen, glaube ich, unseren Fendt. Denn wer Fendt fährt, führt. Oder wie war das? So, dann holen wir hier unseren Hänger. Wunderbärchenklärchen. Ach, ich wollte eigentlich mal gucken, wie sieht es eigentlich mit der Milch aus? Milch, 12.000, okay. 12.000, okay. Sehr schön, und da sind sie wieder. Dann haben wir ja jetzt noch ein bisschen was zu tun hier im November. Und wenn wir die zwei Felder abgeerntet haben, dann geht es auch schon so langsam wieder in Richtung Forstwirtschaft. Weil da müssen wir uns mal die Sache anschauen, was mit unseren gepflanzten Bäumchen ist. Da muss ich mich auch mal schlau machen. Die wachsen ja so vor sich hin. Und die Frage ist ja wirklich, bei wie vielen Metern sind die eigentlich ausgewachsen? Oder wann kann man die ernten? Wann macht das Sinn? So... Okay, da kommt er auch schon wieder. Dann könnten wir den schon mal so schmeidig abtanken, würde ich sagen. Jupp, er blinkt ja auch schon. So, da gibt's lecker, lecker, lecker Futter für die Schweine. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, er tankt ab. Und wir können dann gleich mal in der Zwischenzeit spaßeshalber uns angucken. Augenblick. Produktionen. Ich habe doch da auf jeden Fall... Ah, ist schon durch, unsere Hackschnitzel. Okay. Sehr schön. So, dann schauen wir später mal ganz kurz nach unseren Bäumen. Jo, also er macht seinen guten Job. Dann gehen wir nochmal auf die Karte. So, da oben haben wir unsere Produktion. Ding dong, alles Klärchen.
Hier unsere Bäume, was zeigt er denn an? 11,6 Meter. Also, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin da überhaupt nicht firm. Wie sieht denn das aus hier? Aber ich glaube, die Stämme sind noch nicht, die geben noch nicht allzu viel her, oder? Nee. Fichte 11,6 Meter. Bei welcher Länge oder bei welcher Größe können wir die eigentlich wirklich ernten? Wie lange muss man da warten? So. Und dann schauen wir mal ganz kurz hier bei unseren Schäfchen rein. Ja, euch geht's auch gut. 100%. Und da haben wir auch schon die erste Wolle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Da haben wir uns auch schon mal Gedanken gemacht, ob wir hier auf dieser Fläche auch noch irgendwas machen oder bauen. Aber ich glaube, das ist dann eher was für den Frühling, wenn wir hier erstmal hier hoffentlich, ich weiß es ja nicht, aber ich hoffe ja, dass wir in diesem Winter bereits hier schon die ersten Bäumchen ernten können. Dann käme nochmal richtig Geld letztendlich hier in das Portemonnaie. So. Jupp, der Helfer setzt zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir ein schönes, schönes Thumbnail machen können. Ja, müssten wir eigentlich eher von der anderen Seite. Schubidu. Ja, das passt so nicht, das passt so nicht. Aber so vielleicht. Jo. Zack. Zack. Und wieder einmal sind 20 Minuten rum. So, also wie gesagt, wir werden jetzt dieses Feld noch schön ernten. Dann da hinten die Sojabohnen ernten. Und dann schauen wir, dass wir langsam aber sicher in den Winter kommen und nochmal in die Forstwirtschaft. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann denkt ihr bitte dran, ein Abo würde hier den Kanal ein bisschen unterstützen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für eure Zeit. Hoffe, dass es euch wieder ein bisschen gefallen hat hier auf unserer Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.